Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Hunter Rise auf der PlayStation 5. Zusatzinhalte prüfen wir gerade mal. Letzte Folge haben wir den Barot bekämpft. Absoluter krampfiger Kampf. Bin überhaupt nicht reingekommen in diesen Kampf. Ich hatte so einen schlechten Flow einfach. Aber jetzt seht ihr das oben rechts. Dorfquests. Haben jetzt noch eine Quest verbleibend, bevor es weitergeht in die nächste hochrangigere 4-Sterne-Quest. Würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt an. Habe ich richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich bin komplett der Sucht verfallen. Was wir jetzt in der letzten Folge noch freigeschaltet haben, sind jetzt hier die Waffenverstärkungen mit den Randale-Fähigkeiten der Randale eben. Die werden wir uns jetzt kurz anschauen, was wir da noch auf den Hammer draufpacken können. Aber bevor das alles losgeht, würde ich mich freuen, wenn du dem Video Daumen hoch gibst, ein kostenloses Abo da lässt. Damit würdest du mich extrem krass supporten, dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen, vielen Dank vorab an jeden Einzelnen draußen, der das schon getan hat. Du bist affengeil. Danke, dass es dich gibt. Glocke aktivieren, dass du kein weiteres Video zu Rise verpasst, ist klar. Und natürlich 10.02. fettes X im Kalender, Hogwarts Legacy. Wir werden alles zu diesem Game hier machen auf diesem Kanal. Ich freue mich drauf und freue mich, dich mitnehmen zu dürfen. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Ab geht die Jagd. Let's go. So, also die Randale-Fähigkeiten verstärken die Waffen quasi immer noch so ein bisschen. Das ist quasi beim Schmied unter dem Reiter Waffen verstärken, Randale-Fähigkeiten. Dann wählst du dir eben deine Waffe aus, die du möchtest. In meinem Fall der Hammer. Ein Slot haben wir frei und jetzt können wir wählen mit den Gutscheinen, die wir von der Randale bekommen haben. Also lohnt sich die Randale auch zu machen, damit du die Gutscheine eben hast, um das eben ausrüsten zu können. Hier werden wir Angriff plus 6 kriegen, hier werden wir Affinität plus 4 kriegen und hier ein bisschen Verteidigung. Ich gehe natürlich direkt auf Angriff. Ich will meinen Angriff erhöhen. Wir fetzen den Angriffsschaden drauf. Und dann schauen wir uns mal an. 116 waren es jetzt. Dann gehen wir mal auf den Status. 119er Angriff, 20er Affinität und 41 Verteidigung. So sieht es aktuell aus. Kritischer Blick, Stufe 4, Angriffsbonus und. Ne? Also Angriffsbonus muss hoch, Lärme auch noch. Ja, da fehlt noch einiges für ein cooles Set. Aber wie gesagt, wir sind ja auch gerade mal ganz, 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 ganz am Anfang. Die Randale-Quest könnte man nochmal machen. Da kriegt man einen emeritierten Schein. Erstmal optionale Quest auswählen, Monster jagen und alte 4... Erhalte 4 von großen Monstern fallende gelassene Materialien. Dann nehme ich lieber die kleinen Monster erlegen. So, Dorfquest bei Stufe 1. Da fehlen echt noch diese Sammelscheiße. Aber mein Optimierungsdrang kickt hier einfach rein. Ich will am liebsten überall diesen roten Haken einfach haben, ja. Das muss man dann später mal machen. Das muss man echt später mal machen. So, wen holen wir uns denn jetzt? Jetzt fehlt echt nur noch der hier, ne? Fehlt echt nur noch der oder der? Komm, wir holen uns den. Wir holen uns den im Dschungel, ist das, ne? Flutwald, genau. Schöne Map. Schöne Map. Geh mal rein. Geh mal rein, da, liebe Freunde der Nacht. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben einfach schon 12.000 Geld. Wahnsinn. Reduziert das, genau. Es ist einfach irgendwie cool. Es ist einfach irgendwie cool, Mann. Wahnsinn, geh mal rein da. Schimpanzo. Der ist so hässlich. So ein bisschen Kobrakopf mit Schweinenase einfach, ne? Giftiger Kommandant. Große Wogri. Ach du kleiner Lulli-Gegner, ey. Du kleiner Hanswurst-Lulli-Gegner. Kannst einfach gar nichts. So, Zeitlimit 50 Minuten. Das sollte man doch schaffen, oder? Das sollte man doch schaffen. So. Gegengift rüsten wir schon mal aus, denn der wird mich bestimmt das ein oder andere Mal treffen und versuchen zu vergiften, ne? Ihr kleine Schlingel. War das hier die Map mit der Pyramide doch, ne, oder? So, der ist über uns. Der ist über uns. Ich muss echt mehr hier looten.
Mehr die Pflanzen abbauen, Honig abbauen für die Tränke und. Da ist er auch schon. So, machen wir das clever jetzt hier. Zack, Seilkäfer, Rauchnuss haben wir auch. Dann greifen wir mal an. Ja, brüll wie du willst. Brüll wie du willst. Jo, da kommt direkt ein Rembora, perfekt. Den holen wir uns auch mit. Schön, schön, schön. Okay, ich riskiere schnell. Wie gesagt, Freunde, lootet die Remboras mit. Die haben eine Rüstung, die man holen kann. Die gar nicht mal so verkehrt ist eigentlich. Zumindest so ein paar Rüstungsteile sind eigentlich gut. Wenn ich mich, wie gesagt, recht entsinne. Sondern, dass ich komplett falsch liege. Schön, schön, schön. Erster Knockout. Erster Knockout. Ratzfatz nach 3 Schlägen. Bei dem fetzt da mal wieder richtig gut. So muss es sein. Okay, fallen wir lassen das Material. Perfekt. Großboggy, Schiene. Na, Ruffy kämpft dann gegen die Kleinen. Das ist natürlich jetzt ungeil. Oh, da bin ich dem Gift gut ausgewichen. Oh, oh, ey, der macht Schaden. Der macht Schaden. Heilen. Boah. Oh, da kommt er direkt runter, der. Ist das ein Großmonster? Ne, können wir nicht reiten. Der Azurus ist zu weit weg. Der ist zu weit weg. Oh, yes. Das Outfit, was ich gerade trage, erinnert mich so sehr irgendwie an Ghost of Tsushima. Ach, unnötig. Was mache ich? Was? Warum habe ich das benutzt? Oh Gott. Ein Team-Move. Ein Team-Move, Mann. Kleiner Giftspucker. Kleiner Giftspucker. Ah, ich liebe diesen Move und da ist er bereit zum Reiten. Reiten. Let's go, Mann. Diese Fähigkeit ist einfach zu cool. Die ist zu cool. So, 3. 2. Jetzt kommt der dritte. Kriegen wir direkt den Knockout. Ja, da ist der Knockout. Perfekt. Und er ist sogar noch gebunden. Und der blaue Kopf am Start. Okay, in der Zeit, wo er noch liegt, kann ich jetzt entspannt eine Runde wetzen. Der kann mich nur vergiften. Mehr nicht eigentlich. Geil, Mann. Geil, ich liebe das, wenn dieser mächtigste Hammerschlag am Ende so fetzt und der Gegner dann so ein bisschen zurückschreckt vor meiner Macht. Einfach geil. Ist geil. So. In die Ecke gedrängt und das war's mit dem. Geil, Spin to Win. Wahnsinn. Es macht so Laune. Es macht so diese Seilkäfer-Moves sind so fantastisch, ey. Bin echt gespannt, ne? Mit Sunbreak kam da ja auch noch so eine weitere Fähigkeiten für die Seilkäfer, ne? Da bin ich echt gespannt, auch da freue ich mich drauf, was es dann für neue Möglichkeiten gibt, das irgendwie zu kombinieren einfach. Wahnsinn. Wie gesagt, wann kam Sunbreak jetzt für die PlayStation 5? Im Sommer dieses Jahr oder ist es erst zum Ende des Jahres? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ach, jedoch, das ist doch die Pyramide, oder? Nice. So, ich muss auf jeden Fall Expedition machen. Hier gibt es einiges zu entdecken. So, damit haben wir jetzt die nächste 4-Sterne-Quest. Kommen jetzt. Geil. War ein schneller Kampf.
Nur Müll. 4 Minuten 26. Etwas Neues freigeschaltet. Geil. Ich möchte, dass du zu Hamon gehst. Er möchte ein Wörtchen mit dir reden. Ist ja gut, eins davon. Was habe ich verbrochen? Kamura ist mehr als nur Stahl- und Monsterjäger. Yori ist noch nicht dahinter gekommen, was das bedeutet, aber das halt, okay. Bla bla bla. Einfach nur bla bla bla. Sprich mit Hamon, dem Schmied. Geil. Was hast du Neues für uns? Du bist es! Schon mal was von Monster Bichaten gehört. Er ist ein unberechenbares Biest mit Fangzähnen und buschigem Schweif. Ach, nee, Bichaten, geil. Das ist doch der kleine Bruder vom Rajang, oder nicht? Stimmt, der kleine Bruder vom Rajang, geil, Mann. Gutes Monster. So. Haben wir mit Rüstzeug bekommen, einen Wachschirm. Haben wir hier eine Lotterie? Nö. Dann holen wir uns den noch, oder? Questolista da. Er jagt ein Bichaten. Cooles, cooles Monster. Gefällt mir ziemlich gut. Großmonster jagen. Packen wir direkt rein. Dringende Quest. Bichaten. 3000 Senni gibt es hierfür. Nice. Ja, ja, ich komme ja schon essen. Ich komme ja schon essen. Ne? Ich muss mir unbedingt, so ein Dango-Set hier mal speichern in der Schnellauswahl. Damit ich nicht immer wieder diese dämlichen Dinge anklicken muss. So, rein da. Der hat eine schöne Rüstung. Also jetzt nicht von den Werten her, sondern wirklich nur von der Optik her. Nice. Oder Bisharten. Wie spricht man das aus? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Bisharten ist auf jeden Fall falsch. Simple Ration. So, wir haben hier noch ein Fragezeichen auf der Map als Monster. Okay, das ist okay. Mann. Was rede ich ja? Klar, es ist der Affe, Mann. Azuros. Könnte ich ihn nochmal mitnehmen? Soll ich ihn nochmal mitnehmen? Eventuell, der ist zu weit weg. Ja, könnte ich lieber den Tetanodron da mitnehmen? So, wir sind wieder hier im Wald, ne? Aus den ersten Folgen, wo mein Aufnahmeprogramm sich gedacht hat, weißt du was? Die Ansprüche sind zu hoch von dieser Map. Ich verabschiede mich mal. Aber es scheint gut zu sein, Freunde, oder? Es scheint gut zu sein. So, die Jagasse, die lasse ich auf jeden Fall hier. So, schön hochbuff mit den ganzen, da ist er. Der ist so cool. Der sieht so cool aus, Mann. Wie gesagt, kleiner Bruder vom Rajang. Jupp. Alles klar. Dann holen wir den direkt mal da runter, oder? Fail. Okay, oh, Knockout schon. Oh, das ging schnell. Einmal getroffen, Knockout. Nächster Knockout. Aha. Und direkt hinterher. Direkt hinterher. Armer Kerl. Let it rip. Breakdance. Alter, der wird vernichtet gerade. Der wird vernichtet. Seht ihr das, Freunde?
Der wird komplett gerade aus dem Leben geschossen, ey. Zack, Junge. Vivanrit ist am Start. Wahnsinn. Keine Chance. Keine Chance. Dringende Quest. Dringende Quest. Ja, da hätten sie auch Yomugi schicken können oder so. Oh, noch ein vierten Wallbang. Nice. Geil, Mann, 156, ey. So, kurz mal heilen. Und eine Runde wetzen, oder? Kurz mal eine Runde wetzen. Oh, ich brauche schnell Essen, auf jeden Fall irgendwie. Ganzen Dekoration und den ganzen Quatsch kriegen. Oh, da trifft er mich wirklich noch. Kriegt man, glaube ich, eher später alles, ne? Boah, schönen Schaden gemacht, ey. Wahnsinn. Cool. Der sieht so cool aus, ey. Erinnert mich auch so ein bisschen an Rafiki von König der Löwen. Warum auch immer. Nächster Knock. Junge, der kann gar nichts, ey. Komm, hau ab. Genau. Besser ist es. Jumbo-Frucht. Ja, cool. Da ziemlich viel fallen lassen. Zorro. Oh, direkt ab hinterher. Den lassen wir nicht in Ruhe. Geil, Mann. Ja, Freunde, was sagt er zu Bicharten? Betzen. Die Jagasse denken sich auch, Mann, hau ab, ey. Ich hab keinen Bock auf den Kampf hier. Oh, hat er uns geblitzt, Dings. Oh, das könnte eine schnelle Ohnmacht werden. Haben wir ja beim Bachop gesehen, wie ratzfatz schnell das auf einmal geht. Komm schon, Junge. Ah, er hängt fest? Hängt er fest? Nee. Junge. Wanswurst. Heilen. Kriegt man eigentlich eine höhere Questbelohnung, wenn man nicht failt? Also ohne eine Ohnmacht oder so? Weiß man das? Ich muss das Kraut da schnell mitlooten. Für die Tränke. Totte. Gebrochenes Teil, perfekt. Stark Ruffy, stark Zorro. Ah, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich den Seilkäfer-Move machen. Aber ich bin nicht mehr auf dem Slide rausgekommen. Ne? Ah, vergiftet. Heilen. Beziehungsweise Entgiftung heilen. Guck mal, er ist leicht verwirrt. Er hat auch gerade keinen Bock, uns anzugreifen. Der ist komplett im Arsch, Mann. Der ist komplett im Arsch, der Schlingel. Okay, blauer Kopf, nice. Der Azurus ist gar nicht mal so weit weg. Ah, das hätte eigentlich ein Knockout sein müssen, oder, Freunde? Auch das nicht, Wahnsinn, wa? Er will nicht mehr auf den Boden fallen. Da hast du ein bisschen zu viel rumgetänzelt und deine ganze Ausdauer erbraucht. Das also, wie gesagt, hätten sie auch Yomugi schicken können. Aber jetzt, das war quasi ein Klacks. Könnte man schon fast sagen, oder?
ganz frech. Einfach mal. Das war ein Klacks. Easy. Bicharten Feder. Mhm. Oh. Kleine Monster noch. Kleine Monster. Kriegen wir noch hin. Komm. Och, Mann. So, haben wir hier noch einen Jagdgast gerade mal so am Start? Nö. Aber eventuell kann ich den Knochenhof nochmal looten, ne? Ja. Ey, guck mal, wie schnell das geht, ne? 10 Minütchen und dann sind die ganzen Dinger wieder refreshed. Wahnsinn. Oh, und sammel Knochen. Perfekt. Perfekt. Also, wie gesagt, ich würde mir echt freuen, wenn man irgendwie mal reinpatchen würde. Willst du direkt das Gebiet verlassen oder willst du noch in dem Gebiet bleiben, die 50 Sekunden, um irgendwas zu looten? Das wäre auf jeden Fall irgendwie, finde ich, immer angebracht, ne? Auch wieder nur Schrott. 7 Minuten. Okay. Ja. Toll, wie du die dringende Quest gemeistert hast. Du hast es dem alten Hamm ermöglicht, seine Dingsbums fertigzustellen. Siehst dir bei Gelegenheit mal an, ja. So, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie kriege ich Jägerrang? Wie kriege ich Jägerrangerhöhung? Ist das nur in den Städtequests oder wie? Wie kriege ich hier Städtequests mal? Jägerrang. Da kommt seine Quest immer direkt mit an. Drachenerz und große Sushi-Haut. Mhm. Okay. Hier haben wir vielleicht eine Lotterie. Komm, gib mir irgendwas Geiles. Maxi-Trank. Bingo. Bongo. Immunisierer. Kräutermedizin. Coole Ausbeute. Nehmen wir alles. Nehmen wir alles. So, Dingsbums. Was hat denn sein Dingsbums jetzt gebracht? Hervorragend. Dank dir ist das Gerät bereit für seinen Einsatz an der Festung. Ah, so ein Dingsbums. Okay. Das war quasi Dingsbums für die Randale. Rüstung schmieden. Wo ist denn jetzt hier der hier? Ja, der sieht ziemlich cool aus. Also finde ich persönlich auf jeden Fall. Was hat denn der für Fähigkeiten? Betäubungswiderstand, Objektverlängerung, Wirkbereich, Betäubungswiderstand, Höchstmacht. Also nichts Gutes für... sieht so scheiße aus. Warum? Warum sollte man so rumlaufen? Bitte. Warum? Also wie gesagt, Fechenhunter auf jeden Fall. Auf jeden Fall am Start. Hier das Rambora-Set. Ja, ist okay. Ich könnte auf jeden Fall das ganze Set machen. Kritisches Element. Okay, dann war ich lag komplett falsch mit dem Rambora-Ding. Für den Hammer auf jeden Fall. Da ist nichts bei. Was meinem Hammer helfen könnte. Ich brauche das hier. Ich brauche einen warmen Pelz. Wir müssen eigentlich nur einmal den Cat zumachen. Damit ich Fokus und Lärme habe. Erhöhtes Fülltempo von Waffen. Ja, dann kann ich mich schnell aufladen. Und Lähmer, ja, erleichtert das in der Betäubung von Monstern. Ja. Das war Oberaffen stark, sagt die Liebe. Ja gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier erstmal an Ort und Stelle. Wieder zwei erfolgreiche Jagden gab. Ich hatte einen super geilen Kampf. Wie gesagt, ich spreche ihn, glaube ich, komplett falsch aus. Aber ist eigentlich auch egal, ne? Ja, wenn es gefallen hat, du siehst gerade hier neben meiner Kamera mein Profilbild. Klick einmal drauf, schenk mir damit ein kostenloses Abo. Lass ein Däumchen nach oben da, würde mich extrem krass supporten und wirklich weiterhelfen. Dauert 2 Sekunden und damit hast du so einen großen Effekt für mich und den Kanal. Vielen, vielen Dank vorab an den, der es schon getan hat. Danke, dass es euch gibt. Ihr seid affengeil. Und aktiviere auf jeden Fall die Glocke, damit du kein weiteres Video von mir zu Monster Rise verpasst. Und 10.02. geht's direkt los mit Hogwarts Legacy. Jeden Tag frischen Content zu dem Game. Wir werden alles in diesem Spiel machen. Und natürlich werden wir auch jedes Spiel spielen, was sonst noch so rauskommt. Ja, Dankeschön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für den Support. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao mit V.